Wir wollten gemeinsam die Mittelfrist analysieren. Kommt das Winterende, kommt eine Winterpause oder ist das Ganze normal? Grüße Sie und grüße euch. Und jetzt nehme ich euch mal ganz, ganz tief in die Materie und wir schauen hinter den Kulissen und nicht irgendeine Karte an und sagen, ha, der Winter ist vorbei, sondern was steckt denn dahinter? Und das gucken wir uns an. Wir blicken jetzt erst einmal auf die Ensembles für den Norden Deutschlands, und zwar die des 0-Uhr-Laufs von Mittwoch früh. Die Temperaturen kennt ihr, oder die Linien? Die rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur in 1500 Meter Höhe aus 30 Jahren. Die weiße Linie das Mittel aller Modellberechnungen, und alle Modellberechnungen finden wir in bunt. Was fällt auf? Im Norden Deutschlands bleiben wir permanent, auch wenn nur leicht, unterdurchschnittlich, was alle Läufe angeht. Und da sind ein paar dabei, die gehen bis minus 15 Grad runter. So mild eindeutig ist das nicht. Natürlich sind auch einige drüber. Das war der 0-Uhr-Lauf. Der 6er-Lauf macht die Beule der kalten Temperaturen hier weg und verlagert sie nach hinten. Dafür aber deutlich gebündelter. Noch etwas, dieser fette Grünling hier, das ist der sogenannte Hauptlauf. Der war mit dem 0-Uhr-Lauf sehr weit unten und mit dem 6er-Lauf ist er sehr weit oben, stürzt aber hinten raus auch ab. Da ist also ein Trend erkennbar. Das Ganze hier im Vergleich noch zu den Temperaturen in 2 Meter Höhe, die wir hier unten sehen. Ab dem 12. Januar geht es dann von den rund 0 Grad rauf. Viele sind im Plusbereich und bleiben da erst einmal auch mit Nachtfrostgefahr, und hinten raus wird angedeutet, dass die Temperaturen runtergehen, und zwar dann sogar weiter runter als derzeit. Für den Süden Deutschlands wieder der Nuller. Auch hier ist der sogenannte Hauptlauf, der grüne, ziemlich weit unten. Gebündelt alles noch um das langjährige Mittel herum ab dem 18. Also nicht deutlich zu warm. Und die hier weit raufgehen, das sind oftmals Läufe, die eine Inversionswetterlage haben. Das begutachten wir aber gleich. Und dann ist auch hier ein leichter Trend erkennbar. Und im 6er ist das ebenso hinten raus wieder ein Trend erkennbar, der nach unten geht. Und auch hier bleiben die Temperaturen um das langjährige Mittel herum. Deutlich klar nach oben geht es damit nicht. Im Vergleich wieder zu den 2-Meter-Temperaturen. Wir bleiben im Süden Deutschlands erst einmal bis zum 12. Januar größtenteils im Dauerfrostbereich. Und ab dem 14. Januar gehen ein paar Läufe rauf. Die meisten bleiben aber bei um die 0 Grad. Und die Zacken nehmen hier zu. Das heißt, es geht rauf und dann in den Nächten deutlich runter. Könnte bedeuten, dass wir eine Hochdruckphase haben mit zwar milden Luftmassen, wo es tagsüber auf um und über 0 Grad geht, aber über den Schneeflächen kühlt es nachts dann aus. Und hinten raus ist ein leichter Abwärtstrend wieder erkennbar. Schauen wir uns die gemittelte Wetterlage dazu an für den 20. Januar. Wir sortieren. Die milden Gesellen, das Tief auf dem Atlantik, das Hoch vor der Iberischen Halbinsel sind da. Die kalten Gesellen, Hoch Grönland, fettes Tief Nordmeer, Hoch Kontinent und die Andeutungen eines Skandinavienhochs und die Andeutungen eines Tiefs über dem Balkan. Wenn die beiden zusammen sind, kommt eben kalte Luft zwischen diesen Druckgebilden, ebenfalls kalte Luft zwischen diesen beiden Druckgebilden, logischerweise die milde Luft, die Richtung Europa vorankommt. Und wir müssen noch die Kälte da hinten beobachten, das ist der Pfeil ganz links. Das ist die arktische Kälte. Wenn die über dem nordamerikanischen Kontinent stark ausfließt, dann sieht es mau aus für unseren weiteren Winterverlauf. Die Temperaturen in 1500 Meter Höhe zeigen so einen Patt. Wir haben über uns die kalte Luft und über Nordamerika auch die kalte Luft, was hier normal ist. Aber hier ist ein fetter Block da und die minus 5 Grad Isotherme liegt über Vorpommern. Weiter nach Südwesten zu ist es zwar milder, aber wir haben es gesehen, das ist alles im langjährigen Mittel. Als Zwischenfazit. Kältere Winter, und ich zähle diesen dazu, weil wir haben es gesehen, die Temperaturen sind von den Luftmassen her teilweise deutlich unterdurchschnittlich, haben in der Regel eine Schwachstelle zwischen dem 15. und 25. Januar dann mal milder zu werden. In milden Wintern ist es genau umgekehrt. Erinnert euch, 2015/16 hatte zwischen dem 15. und 25. Januar die kalte Phase mit Schnee, oder auch der super mild Winter 2006/2007 hatte genau zu dieser Zeit eine kältere Phase mit Schnee. Dann haben wir Inversionsmöglichkeiten, das heißt Kälte, oben ist es mild, unten kalt, und die Westdrift wird gerne von den Modellen auch überschätzt. Das heißt, je näher wir einem Termin kommen, desto mehr wird die Westdrift weggerechnet, wenn wir aus einer solchen Lage kommen wie derzeit. Und zonale Phasen sind normal und kündigen oftmals eine neue Großwetterlage an bzw. leiten sie ein. Und das schauen wir uns jetzt an. Jetzt gehen wir mal hinter die Kulissen und blicken auf die Cluster. Cluster bedeutet, hinter den gemittelten Wetterlagen stecken 2, 3, 4, 5
5 Bündelungen von Modellen, die es ähnlich berechnen. Und 4 davon schauen wir uns an. Das sind momentan 4 Cluster. Da haben wir die Cluster-Variante extrem mild und volle Lotte Westdrift. Die Hochs im Süden, die Tiefs im Norden mit sehr milder Luft, die immer wieder reinkommt. Auch Sturmgefahr im Norden, kommt mal kurz die Kaltluft mit rein. Das ist komplett unwinterlich und das würde auch den Winter mehr oder weniger beenden. Die Hauptkälte geht dann über dem nordamerikanischen Kontinent runter, facht immer wieder diese Tiefs an. Damit hätte der Winter bei uns fertig und das machen ungefähr 15% der Läufe. Und damit haben wir eigentlich schon die unwinterlichsten Läufe abgehakt. Jetzt haben wir noch den Cluster Geeiere Mild, habe ich das genannt. Wir haben zwar in 1500 Meter Höhe hohe oder überdurchschnittliche Temperaturen am Rande eines Hochs, aber erstens bedeutet das um diese Jahreszeit vorhandene Schneedecke noch Inversion und unten ist es kälter als oben. Das wäre also fußkalt und die Hauptkälte würde hier liegen. Es wäre eine Frage der Zeit, wann dieses ganze Ding nach Süden zieht. Hier dieses Tief hält das ja noch ab. Wenn das durchgezogen ist oder nach Westen wegflutscht, ist der Weg frei für dieses große Kaltluftmonster, das dann Richtung Europa ziehen würde. Und das machen ungefähr 25% der Läufe. Da wäre es zum 20. Januar zwar noch nicht kalt, aber danach, Richtung Ende des Monats, käme die Kälte. Und dann haben wir noch das Geeiere Kalt. Das ist auch nicht so richtig Fisch, nicht richtig Fleisch. Eigentlich so eine Wetterlage wie derzeit. Da sind viele kleine Tiefs, die bringen dann die kalte Luft hier eingepfercht zwischen den Hochs und die milde Luft bleibt da weiter draußen auf dem Atlantik. Die Hauptkälte geht zwar auch über dem nordamerikanischen Kontinent runter, aber diese Kälte, die wir hier haben, ist abgeschottet. Und in vielen Fällen ist das dann so, wenn die Hauptkälte da runter geht und wir haben unsere eigene Kälte über Europa und dem Nordmeer, dann gibt es hier so ein Dreieck, einen Knick und dann gibt es 2 Wetterzonen, die kalte Zone über Nordamerika und die kalte Zone über Europa. Und das zeigen ca. 20% der Läufe. Auch das ist eine insgesamt winterliche Lage. Und das ist die spannendste Lage für mich persönlich von allen. Und zwar nennen wir das mal Absturz oder vor dem Absturz. Da haben wir wieder dieses riesige Kaltluftmonster und ich habe dieses Tief mal hier weggeixt mit der minus 50 Grad Isotherme in 5,5 Kilometer Höhe. Das ist im Prinzip der Polarwirbel, der über der Nordhemisphäre klebt und genau über dem Nordosten und Norden Europas liegt. Mit dieser riesigen Kaltluftschüssel, die nach Süden vorankommen wird, will und möchte, wenn das dann so kommt, mit der Hauptkälte. Und damit wäre der Weg frei für eine sehr kalte Witterung in der dritten Januardekade. Und das würde dann oftmals die zweite Winterhälfte einleiten. Dauert etwa so zwischen 5 und 7 Wochen diese Großwetterlage, wenn die sich einpendelt. Erst so um Mitte März herum hat sich das Ganze dann ausgeeiert. Das ist ja das, was wir auch immer wieder im Polarwirbel beobachtet haben. Und etwa 30% der Läufe sind das. Und falls jemand mitgezählt hat, da fehlen 5%, die eiern so dazwischen rum. Wir können also als Fazit festhalten, ein echtes Winterende in Anführungszeichen mit überdurchschnittlichen Temperaturen, wo nichts mehr los ist in Sachen Schnee und Frost im Flachland, zeigen momentan 15% der Berechnungen. Die mildere Phase ist nur ein Übergang bzw. vorübergehend. Sie muss erst mal kommen und komplett durchbrechen. Temperaturen im sehr positiven Bereich in 1500 Meter Höhe haben nicht unbedingt was mit dem Boden zu tun, wenn wir zum Beispiel ein Hoch haben. Und ein heftiger Absturz nach dem 20. Januar ist zu einem Drittel wahrscheinlich. Eigentlich stimmt das nicht. Wir haben gesehen, dass es über die Hälfte der Modellläufe sind, was nach dem 20. passiert. Aber wir sind jetzt extrem konservativ und sagen, es ist nur zu einem Drittel wahrscheinlich. Wir können damit als Komplettfazit festhalten, der Winter ist da, er wird auch bleiben, selbst wenn er mal kurz eine Pause macht. Und das ist auch wiederum ganz normal.